Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitsche. Wir sind jetzt hier im Heiligtum des Gräberpfads, das heißt im Heiligtum. Das ist eigentlich draußen, aber es ist Heiligtum. Ja. So wie es aussieht. So, da oben war ich, aber es sieht wirklich... Der Himmel ist zugewachsen. So, Pepe hat so ein paar Gestalten getötet. Da, wo die roten Steine sind. Und da wollen wir jetzt mal gucken. Vor allem, was der eine für einer war. Ja. Es hätte natürlich so ein Knochenreißer sein können. Wir müssen aufpassen, das Rote könnte auch sein, dass es wieder solche Arkanistenfieber erzeugende, oder? Steine sind. Ja, ich habe recht. Und was siehst du? Schlammelemente heißt es. Leersalze, dann nichts hier zurück. Shit, aber auch. Also es gibt auch rote, das wissen wir jetzt, eine neue Erfahrung. Das habe ich mir schon gedacht, dass die wahrscheinlich so ein Arkanistenfieber erzeugen. Hatte ich befürchtet. Also wir haben... Sieht aus wie eine Tür, ist aber keine. Also dieses Schlammelementar, das war das, das so komisch aussah. Ja. Das hat, und das hat Leersalze. Einfach anders ausgesehen wie so ein Knochenreißer oder Fetzer. Aber da kann man hier jetzt nicht rein. Also. Hier kann man sehen, dass man nicht reinkommt. Ja. Das ist zugemauert. So, hier sieht man erstmal nicht sehr viel. Aber wir wollten ja auch noch gucken, was da unten im Wasser liegt. Kannst du dich erinnern? Nein. Wir waren doch da oben und haben runtergeguckt in die Wasserpfütze. Und da war dieser Mensch. Da hat es ausgesehen, als würde da ein Mensch drin liegen. Der Apothekarius, vermuten wir. Nicht wahr? Das müsste hier gewesen sein. Was meintest du? Na, dass es der Apothekarius ist, der sich umgebracht hat. Ja. Das würde ich, habe ich eben was vermutet. Aber wo hier, denn? Wir haben's auch, da ist er. Da. Ja. Leiche eines Apothekers. Habe ich mir durchaus Jawohl. Und ein Tagebuch eines Apothekarius. Kann man es aber angucken. Ja, ist auch das Einzige, was wohl mitnehmenswert ist. Schauen wir uns doch mal an. Hä? Du, ich höre so Geräusche. Ja. Nein, wir gucken lieber mal, was ist da? Da, Geistes, oh nein! Das haben wir aber wirklich nicht gut aufgepasst. Wir hätten gleich reagieren müssen, als die Musik kam. Aber jetzt habe ich ihn gleich. Oh, nee. Wenn du was ich habe ihn gleich, hast du ihn nämlich nicht. Das weiß ich doch, das ist immer so. Jetzt aber. Der hat auch einen Namen gehabt. 750 Punkte hat er gebracht. Wie heißt der? Ishi Dingsterbumster? Oh Mann, da hätte ich einen schönen Stein füllen können. Ich vergesse das immer, verflixter Pfeffer. So, Eternapfeil. Habe ich mit Eternapfeil? Ishi, nee, er hat 50 Eternapfeile dabei. Geist eines Ishian. Aha. Immer das ist, Ishian. Ah, Götterschild Rang 4. Ich muss mal gucken. Gut. Okay, das können wir jedenfalls alles gebrauchen. Götterschild Rang 2 haben wir nur. Ja, da muss ich mal gucken, wie viel lernen, ne? Der braucht. Der braucht wahrscheinlich wieder sehr viel. Guck klar, mal, Mana. Das Wasser brennt noch. Gab es hier sonst noch was? Kannst du was essen vielleicht mal? Ja, das sollte ich vielleicht mal. Wir wollten das Tagebuch des Apothekarius. Ja. Also erstmal was essen. Genau. Kartoffelkohlsuppe. Ja, warum nicht? Passt.
Warum mache ich denn erst zu? Wir wollten doch... Tagebuch. Das Tagebuch. Das ist, nee. Des Apothekarius da lesen. Zauberbuch ist es. Zauberbuch? Hm? Ich guck mal, wie lang das ist. Ja, ist lang. Okay, ich geh mal wieder nach vorne und ich blätter es durch. Ja. Ach, das geht so. Genau, super. Das sind die Sachen, das war's. Ja. Und dann geht es eben weiter mit diesen anderen Seiten. Ja. Und warum steht da Zauberbuch? Wo steht hier Zauberbuch? Tagebuch des Apothekarius, da steht nicht nur Buch, da steht Zauberbuch. Warum? Wo steht Zauberbuch? Ich sehe kein Zauberbuch. Und der Typ steht doch nicht Buch, sondern Zauberbuch. Ach so. Hm. Das keine meine ich. Ahnung. Ja, der Typ ist Zauberbuch, keine Ahnung. Keine Ahnung. Na gut. Manche haben sich vielleicht verschrieben. Und wollten im Grunde nur Buch schreiben oder so. Weil Zauberbücher sind doch eigentlich immer Bücher, wo man Zaubern lernen kann, oder? Wir haben aber keinen Zauber gelernt. Nee, obwohl wir es gelesen haben. Sehr seltsam. So. Okay, ja. Ja, wollen wir jetzt da durchgehen oder wie? Ich würde sagen, wir können hier durchgehen. Dann machen wir es. Wir waren ja ziemlich rundum. Mhm. Dann benutzen wir den Kanal. Ja. Und wenn wir jetzt da reinspringen, werden wir dann runtergeschwitten. Also wird man uns denn da raus. Ja. Genau. Wir werden da rausgespuckt, sozusagen. Aha. Und wenn wir aufwachen, liegen wir als Leiche am Strand? Sieht nicht so aus. Noch lebst du. Na. Jetzt in welche Richtung müssen wir gehen? Kannst du mal gucken? Ja, ich fürchte, wir sind hier nicht so ganz alleine. Ja, das würde ich auch sagen, das ist ein Schatten. Der bewegt sich. Da sind Leute. Wir gehen jetzt die richtige Richtung, klar. Straßendieb. Genau, Straßendieb. Nicht nur einer. Hat er jetzt gerülpst oder hat er jetzt gespuckt? Oder war das beides? Das sind zwei Stück noch. Und jetzt kommt die Wildmagier. Jetzt kommt der Magier. Steh auf. Ja. Es war klar, dass das falsch ist. Das habe ich gesehen. Das habe ich kommen sehen. Ja, sehr gut. Ist jetzt gut? Ich glaube schon. Sieht so aus, ja. Zunächst jedenfalls. Na, ich komme hier nicht hoch. Ja, du bist halt kein Riese. Aber jetzt. Du bist kein Pyrea. Was ist denn das? Guck mal, lauter Stacheln. Ja, haben wir schon mal die gesehen. Die kennen wir noch gar nicht, oder doch? Wir waren hier noch. Was? Klar waren wir schon mal hier, massive Truhe. Ja, ich ahne. Ich ahne es. Du ahnst was? Ja. Nix. Alles nix. Guck mal, hier hätten wir schlafen können. Naja, hätten wir es mal hinfinden müssen. Wo sind denn die anderen? Hä? Eine das Illusion war das. Vielleicht waren das einfach nur Illusionen. Ist ja merkwürdig, ja? Da, gut versteckt. Wildmagierin. Naja, also ich weiß nicht. Naja. Na, der Stab, Mochler. Oh ja, der geht. Naja. So.
Nehmen wir wenigstens noch die Pilze mit. Und irgendwo müsste noch jemand liegen, aber... Ja, ach, vergiss es. Das lohnt sich einfach nicht, danach zu suchen. Nein, die Frage ist... Ah ja, richtig, genau, da war ja dieser komische Steg. Ja. Nicht einfach so, ohne zu gucken, durch die Gegend laufen. Das ist ungesund. Und ob. Leer. Ah ja, die Straßendiebe, die geben alle nicht viel her. 5 Groschen gibt's immerhin. Wow. Und auch als du angefangen hast, warst du richtig glücklich über deine neue Vagabundenkluft. Tja, lang ist her. Ja, stimmt. Ja, ja. So, ich erinnere mich auch, gleich wieder jemand eingezogen. Das ist schon eine Weile her, dass wir da waren. So, das ist ja doch da, wo wir geguckt haben, wo mal runter ausgespuckt worden wäre. Auch. Wo wir sagten, oh, guck mal, da können wir nicht durch. Sollten wir besser nicht diesen Ausgang benutzen von der Leutsteingrotte aus. Guck mal, wo wir jetzt gelandet sind. Genau, Bauernküste, Leutsteingrotte ist nicht weit. Ja, und wir wollen vor langer Zeit mal besucht. Da. Wir wollen Poldia ausfindig machen und töten. Oh je. Nach wie vor haben wir das vor. Wir können ja dann wieder über den Grat hier laufen. Da, letztens sind wir ja abgehauen, schmählich. Ach so, ja, wir können ja hier über den Grat nach da rüber. Ja, genau. Das ist eine Idee. Dazu müssten wir... Naja, wir müssen einfach nur... Richtung Süden und uns immer links halten. Okay, naja, was soll's. Wir sind über Nacht im Dunkeln rumgetapst und waren noch zu schwach, um uns gegen die Schneewölfe, gegen die jungen Schneewölfe zu verteidigen. Ja. Und da waren ja auch die Mammuts, die wir, wie wir zugeben wollen, auch gerne zugeben wollen, die wir auch nicht gerne töten würden, nämlich. Nö, nee, das macht man nicht gern, wenn sich's vermeiden lässt. Das ist ja unser Freund, der starke Junge. Ja, der beschützt uns, da können wir ruhig so laufen. Unser großer, also unser kleiner, aber starker Beschützer. Genau. Bist du eine Gute oder eine Böse? Gute. Die sieht so aus. Guck mal, die trägt ein Kleid. Und die trinkt was. Warum sollte die böse sein? Oh. Rauschstark. Ja. Ihr seid viel unterwegs, was? Beeindruckender Bogen, den ihr da tragt. Ich hoffe, ihr wisst auch damit umzugehen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Idioten es gibt, die versehentlich irgendwelchen Passanten Pfeile ins Bein jagen. Genau, hätte er auch fast getan. Nö, aber natürlich nur fast. Natürlich nur fast. Aber keine Sorge, wir hätten wieder geladen. Zum Glück kann man das. Ja, sind schon alle wieder nachgewachsen. Ist auch eine Weile her, dass wir hier waren. So, auf ins Hochgebirge. Tja, darauf wärst du nie gekommen, dass hier Einzelteile drin sein könnten, stimmt's? Nö, also das wäre mir wirklich nie in den Kopf gekommen, also echt. Ja, Wacholder gibt's nicht ganz so häufig. Aber es gibt's in den meisten Spielen, so ein Füllsel. Irgendwas, was man hat, das hier irgendwo dann benutzt wird. Ja, als Stellvertreter für, ne? Für Luft. Das könnte sein, dass es hier hochgeht. Ja, die Richtung das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ah ja, sind wir ja so gar nicht so weit weg. Wir müssen nur über den kleinen Berg drüber weg. Sieht aus wie ein Eiselementar. Aber... Ja. Etwas größer geraten.
Oh, es sind wieder die. Sind auch wieder, ist auch wieder besetzt. Das haben wir doch schon mal befreit, in Anführungsstriche gesetzt. Ja, eigentlich schon. Kommen Sie oder gehen Sie wieder? Bisher sind Sie jedenfalls noch da. Weg. Das hätte ich an Ihrer Stelle auch gesagt. Ja, ich hätte es nicht gemacht. Nee. Wisst ihr, dass ihr ganz schön lästig seid? Wow. Aber irgendwie ist es klar, dass Sie hier das nicht freilassen, unbewohnt lassen. Weil es eigentlich ganz hübsch hier. Jo. Ich könnte mir vorstellen, dass hier Wohnraum auch nicht so in Abundant ist. Also dass es da nicht so richtig viel von gibt. So hier in der Wildnis. Es gibt ja meistens nur Ruinen. Rindfleisch, oder? Naja, warum denn nicht? Kann man kochen. Hufeisen aber nicht. Nee. Naja, die Truhen, die wir schon ausgeleert haben, sind und bleiben leer. Ah, was hat denn der Herr Marodeur? Ach, komm, eine Kohle hat er für uns, na immerhin. Ja. Und du? Nix. Ist auch nix. Gar nix, das ist aber schwach. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, wir müssen darüber. Okay, so. Na klar, dann kommen Richtung wir in den Osten. Ja, genau. Das passt. Da waren wir ja schon drin. Das haben wir ja, alles ja, schon mal gesehen. Alles angeguckt. Hä? Halt. Nein. Ja, das war jetzt was. Das war jetzt zu nah. Da kommt dann das. Finde was wird schneller als der. Jo. Ja, manchmal kann ich mich sogar beeilen. Die sind jetzt aber auch gar nicht mehr so. Ich meine, die sind keine richtigen Gegner mehr. Nee, das ist wieder eine leichtere Gegend. Mhm. So eine Drei-Stern-Gegend. Drei Sterne? So, ja, weiß ich mal. Ah. Nix. Na gut. Ja, das war, als wir da waren, eine ordentliche Herausforderung. Naja, jetzt hier, ich glaube, ihr könnt mir vorstellen, hier, wo die Mammuts sind, das ist auch immer noch eine ganz ordentliche Herausforderung. Ich weiß gar nicht, waren hier die Mammuts? Weiß ich auch nicht mehr. Aber ich glaube, ja. Ja, es könnte schon sein. Wir sind eigentlich auch, glaube ich, nachts durch die Gegend gelaufen, weißt du? Ich glaube, es war ziemlich dunkel. Tja. Oh, kann man ja mitnehmen. Wenn sie schon rumstehen, ja. Ich meine, es war auf jeden oder Fall. Oder kommen wir jetzt hier gleich runter? Eine Passhöhe. Nee, du hast recht. Ich glaube, es ist egal, wir kommen jetzt gleich runter da, wo wir hinwollen. Ist doch nicht da. Ja, wir sind hier. Genau. Nee, das ist nicht der das war Pass. Nicht das. Das war ein ganz anderer Pass. Anderer der Pass. War irgendwo anders. Ja, ja. Da müssen wir auch noch mal hin. Ja. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Genau. So. Im Golden Frost, sehr schön. Das hat was? Da haben wir eine Truhe übersehen. So ein dicker Hund. Na, das ist ja noch wirklich ein Vergehen geradezu. Na, mindestens. Ja.
Ja. Ja. Wow. Oh ja, 145 ja, ist eigentlich für eine Truhe ganz ordentlich. Und noch ein paar Erfahrungspunkte dazu. So, ja. Kannst du mal speichern, falls du es noch nicht gemacht hast. Das ist einfach mal nur so, um zu bestätigen, dass wir schon so weit gekommen sind. Durchaus. Ja, das sind wieder unsere zwei. Ja, die beiden. Köpfe. Ja, da waren wir auch schon drin in der Gruft der Dalmar. Achso, du wolltest mehr Pilze sammeln oder was? Ja, ich... Das ist auch die Gruft der Dalmarax, da waren wir schon drin. Ja, ich weiß. Ach, du weißt? Ach, vielleicht willst du ja gucken, ob du wirklich... Nein, ich suche nach dem Weg, der nach Norden führt. Da war ja ein Weg, der schnurgerade nach Norden ging. Das ist er, da ist unser Wegweiser, da ist unser Weg. Gut. Das war's, was ich wollte. Wer schneller? Du oder der ich Hirsch? Ich bin schneller. Ich bin schneller wie ein Hirsch. Du schickst Purzelbäume, ja? Ja. Was haben wir denn hier für einen Baum, der quer über die Straße liegt? Was ist das hier? Für eine Tür? Ach, sind die Gräberpfade. Genau, da waren wir ja drin gerade. Das sind die Gräberpfade, da waren wir drin. Wurzelhalle, das haben wir gerade überstanden, dieses Abenteuer. Ja. Mhm. Ja, ja. Da ist ja schon wieder ein Hirsch. Klar. Oder ist das unser Herr, der uns inzwischen wieder überholt hat? Wer weiß. Ah, das könnte sein, dass hier schon unsere Höhle angezeigt wird. Ja. Ja. Sieht so aus. Das heißt unsere Höhle. Naja, unser Ziel. Ach, das meinst du. Nicht unsere Höhle. Guck mal, gibt es da sogar noch einen anderen Hirsch. Was ist ein Hirsch? Mehr davon. Wir machen jetzt keinen Wettlauf mehr. Nee, nee. Das ist so ermüdend. Ja, obwohl meine... Vorsicht, Golfersahn kreuzt. Meine Ausdauer hat sich wieder erholt. Aber komm, von allen Seiten kommen die Rassen, die Leute geben. Ist richtig nett irgendwie. Und was ist denn hier, so ein Naturdenkmal oder so? Schmetterling oder was? Oder ist es hier, was ist das? Ist das, ist vermutlich das, wo wir genau, waren. Genau, das zeigt es an. Das Heiligtum des Gräberpfads war das. Das hat nämlich genau so ein Genau. Nein! Warum hast du mich aufgepasst? Ich wollte doch sagen. Eieiei. Ich laufe so durch die Gegend. Ja, jetzt musst du da nicht nachkommen. Ja, jetzt brauchen wir mal ein Auge des Sturms. Und ein Götterschild. Man muss ja auf Nahkampf umzwitschen. Ja. Geht Leute, das so? Die Gegend. Nein. Nee, das geht nicht. Okay. Ja, so, jetzt geht's. Und, ich bin doof. Na ja, warum? Er ist doch schon tot. Und der andere ist her. Ist doch okay. So. Warum bist du doof? Weil es gerade ständig gemacht Weil ich vorher auf beide Äxte gewechselt bin. Ja. Und dann das Gottesschild machen wollte. Ich weiß, dabei brauchst du eine Hand frei und so, ist mir schon klar. Ja, ich hätte erst natürlich das Schild und dann die Waffen. Ja, das hat der Ring des Schattens. Was ist der Ring des Schattens? Ah ja. Was haben wir denn eigentlich für einen Ring? Haben wir. Dachte ich mir, ne? Genau selbigen. Genau. So, aber jetzt sollte ich vielleicht hier doch... Hier hinten ist wieder einer, du sollst auf ein Ding gehen. Erstmal was futtern. Futtern und auf den Bogen gehen, dann steht nämlich noch einer. Ja, ja, ich sag ja, erstmal was futtern und dann auf den Bogen gehen. Aber nicht den Hirsch treffen. Möglichst nicht. Aber der macht sich klein.
Das ist nett von ihm. Sag mal, das, ja. Was denn? Ja, ich wundere mich gerade, was das hier alles so rumsteht. Das sind alles ihre Zeichen, das ist ihr Lager, ne? Ja. Scheint so. Ja. Oh, allgemeine Seelenscheide, 2 Stück, sehr gut. Ja, aber das... Runenschwert, da brauchen wir nicht mehr. Runenschwert nicht, alles andere, ja. Jo. Na. Gut. Ja, die haben sich da... Ja, die haben sich hier im Lager... ...häuslich niedergelassen. Ja, warum eigentlich auch nicht? Aber irgendwie sind die doch relativ, auch schon, und schon eine gewisse Kultur auch, ne? Ja. Ach, guck mal. Ein Anwesen. Ja, wo ist eigentlich die Höhle? Die war ja schon mal ziemlich... Die ach, da ist hier. Na gut, bevor wir da in die Höhle reingehen, werden wir sowieso aufhören. Weil, aber wir können uns hier außen noch mal ein bisschen angucken. Halt, Wünschebrunnen? Ja. Ja. Den Schacht hinunterblicken. Ja, klar. Gehe ich morgens auf 4, schreite ich mittags auf 2. Doch nahe das Zwielicht habe ja, ich wieder 3. Ja, das kennt man ja. Morgens bin ich ein Kind. Die Haut rau wie Stoff, der Körper zu klein. Und trotz meiner Augen musste ich stets blind sein. Bringt mir mein Herz zurück. Ja. Naja, das erste war ja klar, das ist ja dieses typische, als Kind krabbelst du, als Erwachsener läufst du auf zwei Beine, wenn du alt bist, dann hast du einen Stock, also hast du dann 3. Aber, ja. Aber ich komme da irgendwo nicht mit so richtig mit den Rätseln, dann ist das der Hintergrund. Ja, da werden wir uns mal hinsetzen und schwer drüber nachdenken müssen, ne? Ja. Tja, rechts um den Berg oder links um den Berg? Hm. Was für eine schwierige Frage. Aber irgendwie hat mir das auf der Karte ausgesehen, als wäre das näher am Wasser. Mhm. Mal sehen, ob ich recht habe. Guck, da ist ein Turm. Ja. Mal auf die Kuppe gehen und runter gucken. Na, da ist nicht so viel mit runter gucken von wegen Kuppe. Das da ist gar nichts so. Groß was mit Kuppe. Schwebt da hinten irgendwas? Ist das, als ob was schwebt da. Schwebt das? Irgendwas was schwebt da hinten, ja. Aber das, ich würde sagen, das gucken wir uns später an. Jetzt gehen wir erstmal unseren. Ja, guck mal. Was ist das? Ach, die sind Wurzeln. Mhm. Oder? Unseren Magier. Nee, was ist denn verhauen. Das hier? Metall? Nö. Steine. Eine alte Straße, irgendwelche alten Stufen. Eine alte Straße, ja, von der nicht mehr viel übrig ist. Mhm. Aber er steht natürlich schon halt. Wieder hier. Ein Schlammelementar, das haben wir doch schon mal... Das war doch das, was wir von Weitem erschossen hatten. Hast gesehen? Ich habe es geschossen, ohne den Bogen zu spannen. Das war ja merkwürdig, dass du so schnell schießen konntest. Ich habe den Bogen gespannt, aber man hat nichts gesehen. Der Bogen ging nicht. Egal, wir haben ihn erwischt. Aber, ja, ja. Man muss ja wenn ich nach aufpassen. Hinten ausweichen kann, dann geht es ja meistens. Ja. Dann gehe ich schön rückwärts und damit ist der Fall erledigt. Aha, hier geht's hoch. Ich dachte, ich hätte hier was gesehen. Ach, es geht hoch zum Malfass. Hallo, Malfass, sollen wir dir was klauen? Oh, der hat ein paar Sachen für mich. Nett von ihm, ha? Ja, wir sind gemein, aber ist egal. Ich stehe dazu. So. Ich meine, natürlich ist nicht unsere Religion. Und das ist ja auch okay, aber man sollte natürlich schon, muss sich schon die Religion der anderen eigentlich respektieren. Da waren noch Groschen, wolltest du den nicht auch mitnehmen, wenn schon, denn schon? Es bleibt nur eine, aber... Das ist natürlich nicht die feine Art, das zu plündern, wenn da Leute sind, die das da hinlegen. Aber... Wir brauchen... Malfas, mach dich nicht so dick. Du
störst. Ich komme nicht an ihm vorbei. Kann man ihn auch erschlagen, wenn man auf ihn raufspringt? Hallo, wir springen auf dich. Und dann wirst du mal sehen. Oder wir. Ah, ich hab's gewusst. Ja. Geh doch mal nach vorne. Macht er ja. Ja, jetzt bin ich runtergefallen. Ach, das war hoch. Natürlich absolut mal, ideal. Jetzt kommt er hoch. Und das war jetzt so ja. Clever. Ich könnte wieder zurück und rennt im nächsten ins Schlammelementar in. Keine Panik, auf der Titanic ist noch einfach. Ich sag doch, du springst da runter, fällst dir auf den Kopf. Aber ich glaube nicht, dass er so schwierig zu töten ist. Also wirklich. Nee. Das war einmal. Kleine Fortschritte hast du schon gemacht. Nee. Oh je. Nee. Okay, wir machen jetzt mal Schluss hier. Ja, die Zeit ist erreicht. Guck, da kann man ihn unterm Rock gucken. Und das nächste Mal wollen wir dann Poldi angehen oder wie der heißt. Ja, wir sind schon ganz nah dran. Genau. Bis dann, okay. Ciao. Bis dann. Tschüss.